Idee stammt gar nicht von mir oder vom Thomas oder von anderen, sondern die entstand auf dem Landesjugendcamp, ich glaube 2004, dass der Eckhard Zalewski, Pfarrer in Kolersdorf, sagte, wir brauchen irgendwie für die Region so ein Landesjugendtreffen, so ein Punkt, wo wir zusammenkommen. Und die Idee ließ den Thomas und dann auch mich nicht so ganz locker. Und dann hatte der Johannes Reichelt, kam dann mit dem Gelände hier ran. Und das wurde dann so im Prinzip so ein Selbstläufer, dass wir hier durchgingen und ich war dann schon im Kopf so, da kann man das machen, sage ich Schwimmhalle, und hatte vorher an der Stelle, wo ich war, eine Schwimmbaddisco erlebt und dachte, ja, da machen wir was mit. Und dann die anderen Zonen, so entstand die Idee mit den Zones. Auf jeden Fall war es sehr schön, die erste Jugendnacht war ein ziemlicher Renner. Was sich früh rausgestellt hat, und das ist, glaube ich, die Qualität, dass ganz viele junge Menschen mitgemacht haben, mitgearbeitet haben, dann auch Verantwortung übernommen haben. Es was von jungen Leuten für junge Leute ist. Und das war von Anfang an auch eine Idee, die sich jetzt durchgesetzt hat. Und deshalb, ja, ist es jetzt 10 Jahre alt geworden. Ich bin hier das erste Mal und es ist echt super, super toll hier. Ich habe total viele tolle Leute getroffen. Ja, einfach die ganze Stimmung ist richtig, richtig toll. Wenn ihr nicht auf der Jugendnacht seid, dann sage ich euch, ihr habt echt was verpasst. Denn hier ist einfach die Post abgegangen.
Und zwar haben wir hier einen richtig geilen Tag, eine coole Nacht. Aber gestern ist in Paris leider was passiert, was nicht so schön ist. Und ich möchte gern für die Menschen dort beten. Gott, du weißt, was passiert ist. Du weißt, wie es den Leuten dort geht. Wie sie sich fühlen, was in ihnen vorgeht. Aber ich glaube daran, dass du da bist und dass du uns alle begleitest. Und ich bitte dich, dass du den Leuten dort Trost schenkst und Bewahrung. Ich bitte dich, dass du den Politikern und der Polizei dort Weisheit schenkst und einfach Kraft, um mit der ganzen Situation umzugehen. Ich danke dir, dass du hier bei uns bist, dass wir Spaß haben können hier, dass du da bist, dass du uns begleitest, dass wir dir vertrauen können. Amen. Your light will shine when all else fades. Never end.